Die Glocken der Ulrichsbasilika läuten eindringlich für den Frieden. Der Einzug hingegen erfolgt in völliger Stille. Es gibt keine Worte für das, was unseren ukrainischen Nachbarn angetan wird. Und doch zählt die Stimme eines jeden Einzelnen, der in diesen Tagen für den Frieden eintritt. Das Friedensgebet der katholischen und evangelischen Kirche, gemeinsam mit der Stadt Augsburg und dem aus der Ukraine stammenden Bischof Bogdan Tschurak, will sagen: Wir sind in Gedanken bei euch, bei den Menschen in der Ukraine, den Männern, Frauen und Kindern, denen in diesem Moment so viel Leid angetan wird. Ich war sehr berührt jetzt von dieser Ansprache des ukrainisch-katholischen Bischofs, der ja auch Mitglied der Deutschen Bischofskonferenz ist. Wir kennen uns von daher. Er hat die Betroffenheit noch mal sehr konkretisiert von den Tränen der Kinder, der Frauen, der Trauernden gesprochen, derer, die auf der Flucht sind. Ich denke, unsere Aufgabe ist es jetzt einfach, uns mit den Menschen dort zu verbinden, für sie zu beten, intensiv zu beten, aber auch unsere Solidarität dadurch zu bekunden, dass wir das, was wir geben können, an Spenden zum Beispiel auch geben. Wir sind ja alle von dieser Situation völlig schockiert und erschrocken und auch enttäuscht. Und was macht man mit diesem Gefühl der Hilflosigkeit? Und ich denke, das gehört tatsächlich ins gemeinsame Gebet. Das gehört tatsächlich in die Gemeinsamkeit der Kirchen. Und das empfinden ja auch viele Menschen so, die jetzt in die Kirche kommen. Ich bin fassungslos und ich glaube, da geht es mir wie vielen anderen Europäerinnen und Europäern auch. Aber ich empfinde es durchaus als Privileg, eine Arbeit tun zu dürfen, wo ich relativ schnell auch was tun kann, indem man eben hier vor Ort Hilfestrukturen aufzieht, indem man mit dem ukrainischen Verein Spendenkonten eröffnet hat, indem man koordiniert hat, dass eben nicht nur Geld, sondern auch Sachspenden gesammelt werden, indem man Friedensdemonstrationen mit organisiert. Also deswegen ist etwas, was für mich wirklich immer auch so ein bisschen den Halt gibt, ist, dass ich relativ schnell in meinem Beruf ja dann auch helfen kann. Und auch das Gebet ist niemals wirkungslos, so Bischof Bertram Mayer an diesem Nachmittag. Denn Beten ist eine Möglichkeit, all die Wut, die Sorgen und die Traurigkeit, die diese Bilder aus der Ukraine auslösen, in die Hände Gottes zu legen und zu hoffen.